Was machen Sie, wenn Ihr Stück Erfolg hat? Dann schreibe ich das nächste. Sehen Sie? Erfolg, mein lieber junger Freund, ist eine gefährliche Sache, denn das Publikum möchte uns möglichst unverändert sehen, möglichst an den einmal gefundenen Umrissen festhalten. Ich war erfolgreich, sehr erfolgreich sogar. Und da ist er. Ich freue mich sehr, dass Ilja Richter da ist. Schönen guten Abend. Mich auch. Da sagt Theo Lingen im Stück, ich war sehr erfolgreich. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, das hätte Ilja Richter ja auch zu sich selbst sagen können. Wie ist das, wenn man solche Texte spricht, die auch auf sich zutreffen? Naja. Also ich darf erst mal sagen, das Stück von Tillmann von Blomberg, das ist der Autor, ist einfach sehr gut geschrieben. Mhm. Und solche Sätze mischen sich mit ein paar echten Zitaten. Und ich glaube, das ist, soweit ich weiß, ein echter Lingen, dieses Zitat. Ich habe als Autor übrigens die Songs, also die Lyrics geschrieben, Songs, musikalische Dialoge, aber es gibt auch musikalische Zitate wie die Ballade vom semmelblonden Emil. Das ist zum Beispiel von Theo Lingen geschrieben worden, der ja auch Autor war. Sie haben am Samstag Premiere gehabt im Schlossparktheater. Ja. Wie spielt sich's jetzt? Heute Abend müssen Sie auch wieder raus. Ist man da dann schon so, dass man eingefuchst ist oder wird immer noch gefeilt? Ja, wissen Sie, dieses, wenn ich das Wort Routine höre, das mag ich gar nicht, und eingefuchst und so. Entschuldigen Sie, jeder Abend ist neu und ich habe ein tolles Ensemble. Katharina Lange spielt den Brecht und spielt die Frau von Lingen und auch das Kind im Lingen, das Kind im Lingen. Und ich habe einen hochbegabten, wir haben einen hochbegabten jungen Mann, der heißt Gideon Rapp, der spielt den jungen Theo Lingen. Und Daniel Große-Bäumer spielt einen Schriftsteller, dem nichts einfällt zu Theo Lingen, weil Theo Lingen so perfekt ist und so eine Jalousie runterlässt. Und man weiß auch, wenn man die Geschichte gesehen hat, warum. Mhm. Denn er lebte in gefährlichen Zeiten mit seiner jüdischen Familie, in die er hineingeheiratet hatte. Und da ist nichts mit eingefuchst und Routine. Das ist einfach, das will jeden Abend neu gespielt sein und es ist genau inszeniert. Also das ist nicht, wir variieren da nicht. Wir werden gleich noch ins Stück reingucken, gucken jetzt ins Leben von Ilja Richter, was aber natürlich aus aktuellem Anlass mit Theo Lingen und Ilja Richter beginnt. Bitte. Mit dem großen Komiker Theo Lingen vor der Kamera für Lacher zu sorgen, war für den jungen Ilja Richter ein ganz besonderes Erlebnis. Na gut, schön. Aber wie wollen wir wissen, wer er ist? Weltklasse. Stimmt, 1952 in Berlin geboren, hat es Klein Ilja zum Kinderstar geschafft. Er spricht Hörspiele, macht Theater und Fernsehen. Ja, ich habe nur das getan, was Herr Professor Heinz Link beständig tut. Er will nur eines werden. Oh ja? Schauspieler. Unbedingt. Also, ich wüsste gar keinen anderen Beruf. Ich möchte auch einmal wie Papa an das große Haus um Käse zu bringen. Aus dem Kinderstar wird ein Fernsehmoderator. 1971 ist er Kult mit der Musiksendung Disco. Hallo Freunde! Anzug, coole Sprüche, Sketche, das gab's noch nie. Licht aus! Spot an! Bis heute geflügelte Worte. Eine Wahnsinnsshow mit Stars und einem Publikumsidol. Aber 1982 ist es vorbei. Licht aus und den Spot steck ich mir ein. Der mit dem Bravo Otto und der Goldenen Kamera prämierte, schreibt danach für Zeitungen, singt in Musicals, schreibt Bücher, ist Synchronsprecher und spielt Theater. I have bullets. Ich bin geschäftlich unterwegs. Ilja Richter führt auch Regie. Daneben steht der Workaholic, der er ist, ständig vor der Kamera. Ist ja völlig absurd. Ist ja absurd. Ich bin ja selber schuld. Ob auf großer Bühne wie hier in Worms oder in kleinen Rollen, der Berliner Schauspieler brilliert immer. Mein schönes Mädchen, meinen Sie, uns macht doch Freude, dieses Berlin, ne? Wer sind Sie denn? Ilja Richter! Sein oder nicht sein, lieber Herr Richter? Sie sind so unbeliebt, für Sie tue ich alles. Das ist auch ein Zitat, das in der Tat stimmt. Man kann das in der Biografie von Theo Lingen nachlesen. Wie ist das? Nee, nicht in der Biografie von Theo Lingen, also sondern in meiner. In Ihrer, andersrum. Ja. Entschuldigung. Man kommt durcheinander, so gut spielen Sie den, merken Sie das? Bitte. Daher. Die Frage war eigentlich, wie ist das, dem Ilja Richter auf der Bühne gegenüberzustehen?
Für den Moment dort? Mhm. Naja, das ist ein kleiner Spaß und das funktioniert natürlich auch wunderbar vor dem Publikum. Die freuen sich einfach. Mhm. Und im Übrigen da der junge Theo Lingen, den ich gespielt habe, und der wurde dann von Theo Lingen, dem Alten, synchronisiert. Da habe ich einen Brief bekommen und da stand von Theo Lingen, da stand dann, lieber Herr Richter, er siezte mich, ich war gerade mal 18, ich war sehr stolz, immer per Sie. Lieber Herr Richter, ich habe gestern Sie gesehen, es war sehr amüsant, Ihr Theo Lingen. Also das war, da war ich sehr stolz. Ich habe gestern mich, nein Sie, ja, so war das ja. Wie war das? Konnte man zu Theo Lingen überhaupt ein Verhältnis aufbauen? Der wurde von Film zu Film immer liebenswürdiger. Der war sehr, sehr distanziert. Und also er wurde von Film zu Film immer liebenswürdiger. Und er war wirklich sehr, sehr nett zu mir. Und er war ein Gent. Mhm. Er war ein absoluter Gent. Und das kommt auch in dem Stück, das wir hier spielen im Schlosspark, kommt raus, dass er einfach die Form wahrte. Und er musste sehr oft sehen, wie er da durchkommt. Denn die erfolgreichsten Filme wurden in den 40er Jahren gemacht. Und das war ein besonders düsteres Kapitel. Ja. Ja, also wir erzählen auch die Geschichte, wie er einmal plötzlich eines Tages wirklich bei Goebbels, der ihn nicht mochte, erscheint, um seine jüdische Schwiegermutter aus der Gestapo-Haft wiederzubekommen. Aber der Abend ist insgesamt ein heiterer Abend. Das ist ein Abend zum Lachen und zum Nachdenken. Kann man auch reingehen, wenn man jetzt mit Theo Lingen nicht so viel anfangen kann? Wenn das junge Menschen sind, die sagen, was war das für ein Komiker? Ja, das sage ich nicht nur aus geschäftlichen Gründen, sondern das sage ich, weil wir ja in Stuttgart die Uraufführung hatten und dann noch eine Tournee gemacht haben. Und da waren dann wirklich eine ganze Menge junger Leute im Parkett, sagen wir mal so um die 30. Also Twans gehen nicht rein, aber so um die 30, 40, die kennen dann noch die Lümmel-Filme und die gehen dann rein und wollen dann vielleicht in Kombination mit mir oder so Disco-Restposten im Gehirn. Sie haben es vorhin angedeutet, Sie haben die Lieder, die im Stück sind, geschrieben, die Songtexte. Ja. Wie ist das, wenn man da sitzt und Songtexte schreibt? Haben Sie gleich von Anfang an daran gedacht, der Richter würde die gut singen? Oder haben Sie die erstmal für irgendjemanden geschrieben? Nein, für Lingen. Das ist richtig maßgeschneidert. Der Tillmann von Blomberg schrieb das Stück und wir trafen uns dann immer. Und da habe ich dann dort, wo er meinte, da passt was musikalisch, da habe ich dann zu Hause gearbeitet. Und die musikalische Form ist halt auch meine Form. Also ich kann in relativ kurzer Zeit zumindest mal schnell einen Umriss, einen Entwurf machen und dann daran arbeiten. Also das ist, ich mag den musikalischen Dialog, der ein bisschen vernachlässigt wird im deutschen Theater, weil es das selten gibt. Wir gucken jetzt noch mal rein. Noch ein Stück aus dem Stück. Aha. Wir sind ja immer noch hier. Ja, freuen Sie sich denn gar nicht? Geht so. Warum sind Sie noch da? Haben Sie was vergessen? Vergessen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gelangt, dass ich Ihnen doch noch den zweiten Teil der Geschichte schuldig bin. Wow! Ich roch was nach Kriegskino mief ist, auch wenn der Wörter sie sehr tief ist. Oh, 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 und so tief sinkt auch das Niveau. Gustav, dazu sind wir zu vornehm. Wir sind so schrecklich vornehm, wir bleiben unter uns. Das ist das, was man gemeinhin eine Paraderolle nennen kann. Da gibt es diesen unglaublich guten Schauspieler, den man sieht, Ilja Richter. Es gibt den Sänger, doch. Und es gibt den Schreiber. Also all diese Talente, die Sie in sich vereinen, kommen in diesem Stück zu tragen. Gibt es noch eine Seite in Ihnen, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, die Sie gerne mal ausleben würden in irgendeiner anderen Berufsform, Schaffensform? Nein, ich würde gerne mehr schreiben. Ich schreibe wirklich gern. Ich schreibe momentan noch an einem Buch, an welchem auch immer. Ich habe ja immer geschrieben, nicht nur die Sketche. Ich bin mit dem Schreiben sehr beschäftigt als Selbstverständlichkeit. Ja. Ich schreibe übrigens noch mit dem Füller. Es wird dann diktiert, aber ich schreibe sehr gerne. Mhm. Und, ja. Sind Theaterstücke oder Bücher? Das ist verschieden. Also ich habe bis jetzt nur zwei Theaterstücke geschrieben, aber ich schreibe ab und zu für die Welt. Mhm. Ich schreibe Buchrezensionen, manchmal auch Radioglossen. Und wenn es die Gelegenheit gibt, dann schreibe ich eben, was wie gesagt seltener vorkommt, für so ein Theaterstück, eben musikalische Dialoge. Das ist... Wenn man sich mit Ihrem Leben auseinandersetzt, mit diesem Leben von Ilja Richter, finde ich es bemerkenswert. Es gab irgendwann einen Punkt, fand ich, wenn man das so liest, da sind Sie so ein ganz menschlicher Kerl geworden. Und zwischendurch gab es mal so eine Phase, da hätte ich Angst gehabt, Ihnen gegenüber zu sitzen, weil ich dachte, der bellt immer nur.
Sind Sie sanftmütig geworden? Ich glaube, ich war immer sanftmütig. Ehrlich? Ich bin ein sanftmütiger Mann, aber es ist halt so, ich liebe alte Western. Und es gibt einen Punkt, du darfst mir nicht mein Terrain streitig machen und ich dir deins auch nicht. Abgesehen davon, dass ich Ihnen gerne nah bin, weiß ich aber, ob so oder so, Ihnen gehören schon mal 2 oder 3 Meter. Und das ist wichtig. Und die Zeit wird immer grober. Vielleicht mag ich deshalb Theo Lingen so gerne, weil er wirklich sich nicht verbog in der NS-Zeit, immer er selbst blieb, gerne schrieb, ein Familienmensch war und ein Gent. Und ich bin einfach älter geworden und Sie dürfen den schrillen Ton von Disco, von den Sketchen, dass der Junge am Kronleuchter hängt, ja gut, im Sketch ja, aber im Leben nicht. Und im Bad, und in der Menge habe ich auch nie ein Bad genommen. Also das war nie meine Sache. Auch nicht in den Hochzeiten von Disco. Ich bin eigentlich ein kommunikationsfreudiger Einzelgänger. Dann freuen wir uns, dass wir hoffentlich noch ganz viele Spaziergänge mit Ihnen gemeinsam machen dürfen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für heute und nicht zu vergessen, jetzt habe ich die Termine. Wenn Sie es heute und morgen nicht schaffen sollten, vom 27. bis 30. Juni und dann nochmal vom 9. bis zum 26. August gibt es Theo Ilja Richterlingen im Schlossparktheater in Berlin. Und jetzt gibt es noch mehr Tipps. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.